Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Wir tragen Make-up, wir schminken uns ab und es gibt immer wieder neue Produkte. Und eins davon hat mich heute erreicht und zwar von Micro Peeling Sensation, dieses Abschminkpad. Das möchte ich mit dir zusammen auf Herz und Nieren testen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe dieses Make-up zusammen mit dir auch geschminkt. Das ist mein Fourface L. Und jetzt muss es mal abgeschminkt werden, denn es ist doch schon eine Weile drauf. Ich habe keine wasserfesten Produkte verwendet, aber mein Augen-Make-up ist natürlich schon etwas krasser. Ich lese euch erstmal dieses niedliche und liebe Kärtchen von Micro Peeling vor. Liebe Claudia, für ein ebenmäßiges Hautbild ist die porentiefe Gesichtsreinigung das A und O. Das stimmt. Das muss man auch wirklich machen. Ich mache normalerweise Double Cleansing. Also ich mache erst, dass ich mit einem ölhaltigen Reiniger meine Augenpartie reinige und schon mein Gesicht vorreinige. Und dann gehe ich unter die Dusche und gehe dann nochmal mit dem Waschgel drüber. Ne? Und wir haben das perfekte Produkt dafür. Wir wünschen dir viel Spaß bei deiner täglichen Gesichtsreinigung. Über dein Feedback würden wir uns sehr freuen. Liebe Grüße, Lara. Danke, liebe Lara. Ich bin wirklich gespannt. Also, das hier ist einfach ein Tuch und ich hatte auch schon mehrere Tücher, die man so halt als Abschminkprodukt nehmen kann. Und du kannst es sogar bei 95 Grad waschen, solltest aber keinen Weichspüler verwenden. Okay, das ist schwierig. 86% Polyester und 14% Polyamid sind da drin. Und wir gucken uns das mal an, wie es aussieht. Und man soll das mit warmem Wasser machen. Habe ich hier. Ich habe hier eine Schüssel mit warmem Wasser, weil nach wie vor ist hier leider kein Wasseranschluss. Ich habe mir übrigens die Farbe Pink ausgesucht. Das ist, waschenweise mit ähnlichen dunklen Farben waschen. Okay, ja gut, das ergibt Sinn. Und das ist halt echt ein großes Tuch, ne? Das ist nicht besonders dick, das ist relativ dünn, das sieht man hier wahrscheinlich. Und da bin ich echt gespannt, wie das so sich verhält. Also es fühlt sich wirklich an wie so Mikrofaserstoff und ja, hätte vielleicht vorher gewaschen werden müssen. Aber ich benutze es jetzt direkt, weil es ist gerade angekommen. Ich bin fett geschminkt und möchte mich mit dir zusammen abschminken. Das patentierte Hautreinigungstuch ist ideal für die sanfte und gründliche Gesichtsreinigung geeignet. Wir werden es auf jeden Fall nachher auch nochmal testen. Ich habe ja auch noch so Feuchttücher. Normalerweise verwende ich die ja nicht für mein Gesicht, aber die nehme ich nachher, um zu gucken, was dann noch auf meinem Gesicht drauf ist. Die einzigartige Mikromatrix, 100-mal feiner als das menschliche Haar, nimmt Schmutzpartikel, verhornte Hautzellen, das ist auch interessant, ne? Und selbst wasserfestes Make-up schonend auf. Okay, da hätte ich vielleicht auch eine wasserfeste Mascara mal drauf machen sollen. Aber jetzt habe ich hier die Unlimited Mascara von Maybelline, die ich übrigens bombastisch finde. Übrigens L'Oreal und nicht Maybelline. Läuft bei mir. Okay, die Haut wird tiefgehend gereinigt. Der Peeling-Effekt verfeinert die Poren. Na gut, das ist eher so ein langfristiger Prozess, da kann ich so nicht viel zu sagen. Das Gesichtstuch ist dermatologisch mit sehr gut hautverträglich getestet und für jeden Hauttyp geeignet. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es auch eine ganz gute Geschichte ist, wenn du jetzt so sehr empfindliche Haut hast und jetzt nicht so die Reiniger verträgst, dass du quasi jetzt ein Tuch nehmen kannst, um dir damit dein Gesicht zu reinigen und das halt wirklich nur mit warmem Wasser machst und nicht mit einem scharfen Reiniger oder sowas. Kann ich mir gut vorstellen. Oder wenn du halt viel so Akne, Pickel oder sowas hast, ne, dass du halt keinen Reiniger dann noch nimmst, um das zusätzlich zu irritieren. Also ich denke, dass es auf jeden Fall eine sanfte Geschichte für die Haut wird. So, damit du dir das auch ein bisschen näher aus der Nähe angucken kannst, hole ich dich auch ein wenig näher ran. So, jetzt siehst du erstmal mein Gesicht in seiner Komplexität. Ja, also ich bin echt dick geschminkt, ne? Also ich habe alles drauf, was geht. Ich habe sogar Contouring heute gemacht und es ist schon ordentlich was auf meinem Gesicht. Und dann gucken wir mal, ob das damit runtergenommen wird. Ich denke, dass es sogar schlauer gewesen wäre, wenn ich das im Badezimmer gemacht hätte, weil ich denke, dass ich das Tuch, jetzt habe ich hier rumgespritzt, noch etwas mehr mal auswaschen muss. Okay, jetzt habe ich erstmal das Tuch auch ordentlich ausgewrungen. Na, ich mache nochmal richtig wringen. Ja, so, das Tuch ist jetzt feucht und dann gehe ich hier einmal über mein Gesicht drüber. Ne, da geht schon was ab. Man sollte, wenn man sich abschminkt, auch immer dran denken, du hast ja auch Foundation und Bronzer und was nicht alle auch in den Haaransatz geschmiert. Also solltest du auch so ein bisschen deinen Haaransatz mit abschminken. Ich mache das jedenfalls. Guck mal, dass ich nur die eine Hälfte meines Gesichts abschminke. Vielleicht sieht man dann auch mehr. Da kommen meine Sommersprossen durch, ne? Läuft.
schminkt mal nur die halbe Nase ab. Das ist gar nicht so leicht. Augenbrauen. Da habe ich ein Augenbrauengel heute drauf, aber das geht jetzt nicht mit einmal nur drüber wischen weg. In kreisenden Bewegungen stand da auch, soll man das am besten machen. Ah, nicht wirklich, ne? Das funktioniert nicht so gut, leider. Ja, ich guck mal, was das Augen-Make-up dazu sagt. Einmal drüber gewischt, ja. Sagt schon ciao. Seine Wimpern abschminkt und das vorsichtig machen möchte, sollte man, was auch immer man nimmt, um es abzuschminken, so ein paar Sekunden erstmal drauflegen und einwirken lassen. In dem Fall ist es jetzt ja einfach nur Wasser, aber nicht einfach direkt anfangen zu reiben. Und dann vorsichtig, ja, da geht wohl was. Ich hatte diesen Test ja auch schon mal mit den Washis gemacht und muss sagen, dass die Washis bei mir besser funktionieren. Einfach mal so aus der Erfahrung heraus, ne? Jetzt von der First Impression her. Was aber positiv bei diesem Tuch ist, ist, dass es einfach ein Tuch ist, ne? Es ist relativ groß und damit kann man theoretisch das ganze Gesicht auch wohl abschminken. Da gehe ich immer sehr vorsichtig mit um, weil ich hege und pflege sie. Freue mich über jeden Millimeter, den sie mehr wachsen. Und deswegen von oben so leicht nach unten tupfen und vorsichtig die obere Schicht der Mascara runternehmen. Und dann von unten nochmal so drunter gehen, als wäre das, was auch immer ich da drunter halte, ein Mascara-Bürstchen. Also bei den Wimpern hat das ganz gut funktioniert, also das gefällt mir auch wohl vom Ergebnis. Ich bräuchte schon noch irgendwie, also gefühlsmäßig, dass ich da auf jeden Fall noch einmal richtig drüber wasche, weißt du? Sonst fühle ich mich nicht richtig rein, aber gut. Die Haut an sich lässt sich ganz einfach damit reinigen, das ist halt nichts Wildes so, ne? Die Augenbrauen, die gehen nicht wirklich dadurch ab, ne? Das Gel, das kriegst du nicht wirklich ab. Und wenn ich jetzt zu sehr reibe, würde ich in der Theorie ja auch meine Augenbrauen mit rausreißen. Das will ich nicht. Ne? Also du hast diesen Peeling-Effekt ja schon. Aber ich will jetzt nicht, dass meine Haut gereizt wird. Weil dann wird das ganze Produkt ja auch seinen Effekt verlieren, sage ich mal. Ne? Mein Hals. Ja, vorher, nachher. Ja, das ist schon ziemlich witzig, das so zu sehen. Ich wasche das Pad hier einmal in der Schüssel noch einmal aus mit der Hand und gehe dann quasi nochmal drüber, bevor ich dann mit dem Reinigungstuch nochmal über mein Gesicht gehe und gucke, was für Rückstände da eventuell noch drauf sind. Es kommt schon ganz gut, was hier in meinen Schüsselchen an Spack. So, jetzt gehe ich nochmal drüber. Aber ganz ehrlich, das lässt sich relativ gut auch rauswaschen, ne? Das ist jetzt ja nur mit der Hand einmal. Natürlich, die Mascara hast du da noch ein bisschen drauf, aber im Großen und Ganzen sieht das ganz gut aus. So, und noch einmal übers Gesicht gehen. Die Leute sind ja immer so skeptisch, wenn ich Testvideos mache, was ich total witzig finde. Deswegen versuche ich, dieses Video so ungeschnitten wie möglich zu zeigen. Dass halt die ganzen Skeptiker nicht mehr skeptisch sind. Also ganz extrem war das ja zum Beispiel bei meinem Armor Brush Video, wo dann mir unterstellt wurde, oder immer noch unterstellt wird, weil das Video ist ja noch online, ne? Ich hätte da quasi, ich wäre gekauft und das wäre gar nicht meine eigene Meinung und ich hätte komisch geschnitten und alles falsch gemacht und so. Ja, Leute, wenn man so ein Video dreht, dann ist es halt die eigene Meinung. Und wenn es meine Meinung ist, dann ist das so. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich die Armor Brush geschickt bekommen hätte, weil die ist jetzt ja mittlerweile eh im Müll. Aber sowas ärgert mich dann immer, ne? Wenn einem sowas unterstellt wird. Und ich hatte das Anfang des Jahres gedreht und ich glaube, hatte ich da überhaupt schon 1000 Abonnenten? Also da muss man wirklich sagen, manche Leute wollen auch einfach nur beefen. Dann haben wir hier wirklich das gereinigte Gesicht. Jedenfalls sollte es ja eigentlich so sein, ne? So witzig. Geschminkt, ungeschminkt. Geschminkt, ungeschminkt. Hm? So, jetzt nehme ich mir hier mal die... Achso, ich zeig dir mal den Spack, der hier... Kann ich das zeigen? Ich weiß das gar nicht, oder... Fällt dann alles raus?
Man sieht es, glaube ich, so ein bisschen, ne? Diese milchige Konsistenz. Ist schon trüb. Und das von der einen Hälfte des Gesichts. Läuft bei mir. Okay, Abschminktücher. Und nein, es war natürlich kein Reiniger in dem Wasser drin. Das hättet ihr ja auch sonst gesehen. So, jetzt gehe ich hier noch einmal richtig über mein Gesicht drüber. Klar, die Augen, die Wimpern und die Augenbrauen, das ist eine schwierige Geschichte. Das sieht, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht aus. Also ein bisschen was ist noch drin, aber es sei ihm verziehen, würde ich mal so sagen, oder? Finde ich in Ordnung. Ich gehe jetzt nochmal drüber. Das war jetzt auch die erste Anwendung, aber ich hatte jetzt hier auch nicht das Gefühl, dass da jetzt groß viel Mascara drin ist. Eine Wimper ist da drin. Nein, mir ist die Wimper ausgefallen. Man soll sich was wünschen und eine Wimper, also eine Wimper nehmen, sie wegpusten und sich was wünschen. Geht nicht. Bleibt hängen. So. Also ich finde, dass das gut aussieht, ne? Das sieht schon alles recht gut gereinigt aus. Ja. Wie gesagt, ein bisschen was an Farbe habe ich auf dem Tuch, aber jetzt nicht so ultra viel. Also ich hätte ehrlich gesagt vermutet oder befürchtet, dass ich da mehr drauf habe. So finde ich das Ganze in Ordnung. Dafür, dass ich echt viel auf dem Gesicht hatte, was man ja hier eigentlich wo sieht, ne? Also Blush, Bronzer, Highlighter, Foundation, Concealer, Contouring, krass, Lidschatten, Eyeliner, Mascara, Augenbrauen, ne? Das Einzige, was jetzt mittlerweile nicht mehr drauf ist, ist halt der Lipgloss. Aber das ist nun mal so. Ich wollte jetzt nicht nur fürs Video Lipgloss oder Lippenstift drauf machen, weil das ist schon wieder Produktverschwendung, finde ich. Das mag ich nicht. So, ja. Ist gereinigt, ne? Das gefällt mir. Ja, das war jetzt die Produktvorstellung von diesem Schwämmchen. Micro Peeling Sensation. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Das ist auf jeden Fall Claudi approved. Ich werde es weiterverwenden. Doch. Und da das halt wirklich nur mit Wasser funktioniert und du da keinen zusätzlichen Reiniger für nehmen musst, finde ich das auch angenehm. Und auch für die Wimpern. Es hat besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Ne? So. Ja. Ich bin halb geschminkt, aber ich möchte gleich noch ein witziges Thumbnail machen. Deswegen, ja, würde ich einfach mal sagen, gutes Produkt. Wirklich, hat mir gut gefallen. Ich glaube, das ist ein bisschen teurer, aber ansonsten, ne, es ist ein gutes Produkt. Also ganz unabhängig vom Preis, tolles Produkt. Schaut euch das auf jeden Fall an. Ich verlinke euch das auch mal unten in der Infobox. Ich gucke mal, ob ich da irgendwie was Cooles zu finde. Ich denke, so ein Amazon-Link oder so ist ganz gut, weil da die meisten von euch auch einkaufen. Da macht das immer Sinn. Ja, ne? Ich mache jetzt gleich noch ein Thumbnail, dann schminke ich mir die andere Seite ab und bin dann quasi bettfertig. Mega gut. Es geht echt schnell. Also das Video geht jetzt hier 16 Minuten und ich quatsche die ganze Zeit. Also ich glaube, innerhalb von 3 Minuten kann ich das garantiert schneller, ne, runternehmen. Geile Sache, Claudi approved. So, nochmal wiederholt. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist Claudi testet alles. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!